Unser erstes Thema ist das hier. Bitte festhalten. Ja, ihr habt richtig gehört und ja, das ist auch kein Fake. Nintendo hat in der Tat einen Nintendo 2DS angekündigt, der im Prinzip das gleiche ist wie der 3DS, nur ohne 3D-Effekt und ansonsten behält er alle Features des 3DS. Er ist auch abwärtskompatibel, kann also DS-Spiele abspielen und ich frage mich, why the hell? Was soll das? Was bringt das? Das Ding ist hässlich, es ist fett und es ist zu teuer. IGN sagt, das Ding kostet $130, also bei uns in Deutschland wahrscheinlich 129 Euro oder 119 Euro, habe ich auch mal gehört. Wie ich finde, viel zu teuer. Wenn ihr das mal mit dem normalen 3DS oder dem 3DS XL vergleicht, wäre das Ding um die Hälfte billiger. Dann hätte ich gesagt, ja okay, dann ist es für die Leute, die vielleicht keinen 3D-Effekt mögen, eine super Alternative, aber so doch nicht. Ich meine, man kann ja auch bei jedem 3DS, den man kauft, den 3D-Effekt ausschalten. Also warum zum Teufel bringt man so ein Gerät auf den Markt und fühlt sich auch noch cool in dem Trailer? Habt ihr ja gesehen. Oh, unsere 3DS-Familie wächst. Als hätte man nicht schon genug DS rausgebracht und damit schon Abzocke betrieben. Was haben wir nicht alles gehabt? Nintendo DS, Nintendo DS Lite, DSi, DSXL. Dann glaube ich kam der 3DS schon. Jetzt haben wir 3DS XL und dann noch Knaller 2DS. Und dazwischen gab es auch noch einen Micro-Gameboy. Das hier war übrigens der größte Fail seit dem Micro Game Boy, finde ich. Nintendo hat sich in der Zwischenzeit viele Fails geleistet. Natürlich auch coole Sachen rausgebracht. Aber das hier ist das Schlimmste seit dem Micro Game Boy. Mir fällt überhaupt kein einziger Grund ein, warum man dieses Gerät entworfen hat. Und warum man es auf den Markt bringt. Wie gesagt, wäre der Preis weitaus niedriger als beim normalen 3DS, dann okay. Aber da das nicht der Fall ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da wirklich viele dazu bereit erklären, sich das zu kaufen. Das Ding wird genauso floppen wie der Micro Game Boy und die Wii Mini. Das Ding gab es ja auch noch, diese Brotzeitbox, wisst ihr schon, ne? Es ist einfach nur Fanabzocke in meinen Augen. Ich verstehe es nicht. Aber ich habe auch gute Neuigkeiten für euch. Schaut euch mal das an. The Legend of Zelda The Wind Waker HD bekommt also nochmal eine Spezial Limited Edition mit einer richtig coolen Ganon-Figur. Und ich finde den Trailer auch richtig nice gemacht, der hat Spannung aufgebaut und hat auch ein bisschen geflasht. Also ich werde mir auf jeden Fall die Spezialedition zulegen.
Man muss aber auch sagen, es gibt sogar drei Versionen von dem Spiel. Ich werde jetzt, während ich hier spreche, den neuen Trailer auch nochmal abspielen. Da werdet ihr sehen, dass es, wie gesagt, drei Versionen von Wind Waker gibt. Einmal nur das Spiel, einmal diese Spezialedition, wie ich euch schon gesagt habe, mit der Ganon-Figur. Die ist übrigens stark limitiert, also die muss man sich schnell vorbestellen. Und drittens bringt Nintendo jetzt ein Wii U Premium Bundle zusammen mit Wind Waker HD raus. Da kriegt ihr einen Download-Code und könnt es euch dann digital herunterladen. Und das Gamepad hat eine The Legend of Zelda Verzierung. Ich will es haben, aber ich habe schon zwei Views. Eine zum Arbeiten und eine halt so zum Chillen. Also eine dritte kaufe ich mir nicht. Also ich meine, Geld wächst jetzt auch nicht auf Bäumen. Aber vielleicht kann ich das irgendwo auf eBay ersteigern. Oder vielleicht will es auch jemand von euch nicht haben, kauft sich aber das Bundle. Also bitte melden, wenn ja. Ich will auf jeden Fall dieses Gamepad haben. Aber ich finde es schon ganz cool. Es ist sogar jetzt endlich mal, man glaubt es kaum, kluge Marktstrategie von Nintendo. Ich fasse es nicht. Die können noch richtige Trailer machen und sie können noch richtig klug auf dem Markt agieren. Wenn man jetzt den 2DS mal von heute ausblendet. Das ist übrigens nicht die einzige gute Nachricht. Es gibt auch noch ein weiteres Bundle. Und zwar ist das ein Lego City Undercover Bundle. Da könnt ihr euch die Wii U Premium kaufen zusammen mit Lego City Undercover. Ist halt dann zusammen etwas billiger. Und das kommt in Europa am 18. Oktober raus. Also auch schon sehr bald. Übrigens, der 2DS kommt auch schon sehr bald raus. Ich glaube, 12. Oktober. Aber auf jeden Fall relativ zeitnah. Das Ding wurde jetzt angekündigt und wird dann auch bald rausgeknallt. Aus dem Nichts. Tatsächlich, ich habe gerade nachgeguckt. 12. Oktober kommt der 2DS raus und ja, viel Spaß. Aber auch das ist nicht die letzte News. Ich habe noch eine weitere Wii U News, die allerdings nur für USA gilt, jedoch für uns auch interessant sein könnte. Denn in den USA, und jetzt festhalten, wird der Preis der Wii U Premium gesenkt, und zwar um ganze $50. Früher hat das ja $349 gekostet und jetzt kostet sie $299, also genauso viel wie die Basic-Version, die weiße Wii U. Und ich denke mal, dass die weiße Wii U auch mal um 50 Euro gesenkt wird, dass die jetzt nur noch 249 kostet. Oder war das nicht sogar so schon? Ja, egal. Auf jeden Fall Wii U Premium in USA Preis gesenkt. Und ich denke, dass sie das dann auch bald in Europa machen werden. Wahrscheinlich schon vor PS4. Die kommt ja, glaube ich, am 31. November raus. Also ich denke schon, dass sie da vorher noch was machen werden. Weil jetzt kommen ja auch coole Spiele raus. Donkey Kong, Tropical Freeze, Katzen Mario, Legend of Zelda HD. Was bringen sie noch raus? Sonic Lost World kommt, Rayman Legends ist jetzt erschienen. Was ich übrigens nicht let's playen werde, sorry, ist aber so. Ja, also auf jeden Fall coole Spiele hier für Weihnachten. Da lohnt es sich natürlich, den Preis zu senken. Solltet ihr also nachdenken, euch eine Wii U zuzulegen, dann wartet vielleicht noch ein bisschen ab, so bis Ende Oktober. Wenn da noch nichts angekündigt ist, dann kommt auch nichts mehr, denke ich. Ja, und dann schlagt zu. Auf jeden Fall zu empfehlen. Wii U bekommt immer bessere Spiele und dann 2014 kommt ja schon Smash Bros. Und Mario Kart 8. Und vielleicht sogar schon das Zelda. Das Zelda, sorry. Mal abwarten. Also, so langsam lohnt sich eine Wii U. Und Lego City Undercover kann ich euch ja auch empfehlen. Aber Hände weg vom 2DS. Oh Mann.